Zeuge aller Walter auf die Skorpion geboren. Schauen, dass du das hier alles ganz gut sehen kannst. So, meine Liebe, mein Lieber, was möchte sich hier in den kommenden Wochen für dich zeigen? Wir haben hier, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in seine oder ihre Arme sinken. Gleichzeitig haben wir hier nochmal die heilige Vereinigung, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Hiernach zeigt sich nochmal die Verwandlung in deinem Leben, was jetzt alles hier durch einen Abschluss vonstatten gehen möchte. Hier haben wir die Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Das sind hier wundervolle Botschaften für dich. Bei dem einen oder anderen zeigt sich hier ganz, ganz viel zu tun. Du erschaffst hier gerade etwas, du kannst deine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es kommt mir hier fast wie der Magier. Du bist hier in großen Herausforderungen, aber es wird sich lohnend ausbezahlen. Gib hier bitte nicht auf. Auch in einem Sternzeichen hat sich das hier auch so ähnlich gezeigt. Gib nicht auf in der Liebe, gib nicht auf in Dingen, in deinen Vorhaben, in deinen Möglichkeiten. Auch wenn du gerade so stark in Dingen bist, wo du gar nicht weißt, wo du zuerst beginnen sollst, ja, ob das das Berufliche ist, ob das die allgemeine Situation ist, wo du denkst, du kannst hier gar nicht irgendwo voran, ja, du wirst es hier meistern, das sagt hier auch der Avatar, dass du das bis zum Sommer hier definitiv meistern wirst, das sei hier bitte standhaft, schau hier bitte, dass du in deine Möglichkeiten gehst, nutze Chancen und Möglichkeiten, auch wenn du hier in der Gegebenheit bist, du hast alle Möglichkeiten schon mehr oder weniger ausgeschöpft, ja. Hier ist dein Potenzial noch nicht ausgeschöpft. In dir steckt noch mehr und mehr und mehr, ja, was an die Oberfläche kommen darf. Du hast hier sehr starke Fähigkeiten, das bekomme ich hier mit dem Avatar. In jeglicher Form auch immer, wie du hier schaust, Kreationen, dein eigenes, also neu zu entschaffen. Du entdeckst dich neu, du entdeckst etwas Neues, du entdeckst eine andere Seite an dir. Du entdeckst eine Seite, die schon immer eigentlich da war. Ja, so bekomme ich das hier rein. Die Spiritualität bekomme ich hier auch sehr stark. Dein drittes Auge weitet sich mehr und mehr, die Zirbeldrüse. Schau mal bitte da individuell für dich. In der allgemeinen Situation ist es so, dass du hier in diesem Erschaffen bist. Du kreierst etwas, du arbeitest an etwas. Es ist dieses, du bist noch nicht fertig, es fehlt noch etwas, aber du wirst hier ein Wunderwerk erschaffen. Definitiv, das liegt hier irrelevant, was du vorhast, ja. Es geht hier noch darum, etwas zum Abschluss zu bringen. Also, entweder sind es hier Dinge, wo ich dann sagte, Selbstständigkeit, Vorhaben, Kreationen, berufliche Situation, alte Situation, die Situation, wo du gerade drin bist. Vielleicht bist du hier gerade so in zwei Jobs oder ähnliches, ja. Oder wartest hier auf Gelder, Fördergelder oder es ist was in Beantragung. Oder du schaust auf die Möglichkeiten, was dir zusteht, was steht dir zu, was steht dir nicht zu. Schau bitte auch, ja, dass du Gelegenheiten und Chancen und Möglichkeiten, die dir geboten werden, nutzt. Ja, nutze dein Potenzial, irrelevant, was du vorhast. Ja? Ob das hier Dinge sind, wo du Neues, Berufliches in Erwägung ziehst, also vielleicht eine Weiterbildung, Fortbildung oder was rein in dir schon tief drin ist, ja, wo du, ja, was ich sagte, selber etwas kreierst, das ist so in deinem Unterbewusstsein, also du weißt es schon, ja, was lange schon in dir so schlummert. Für ein Szenario bekomme ich das hier und dass du aufgrund deiner Abschlüsse, ja, vielleicht hast du ganz, ganz viele Abschlüsse oder vielleicht auch gar nicht, ja. Hier geht es darum, dass du etwas Eigenes entdeckst. Also das hat hier nichts mit den Abschlüssen zu tun. Das hat nichts mit der schulischen Ausbildung oder irgendetwas zu tun. Ja, oder mit gewissen Studiums, die du abgeschlossen hast. Oder aber auch nicht, ja. Das, was du hier tust, ist deine eigene Vision. Und hier, wie gesagt, bringst du etwas zum Abschluss, du musst hier noch warten, ja? Du wartest vielleicht auf Gelder, alles das, was ich schon sagte, alles das, was du jetzt investierst, das wird sich lohnend ausbezahlen. Investierst an deiner eigenen Arbeit, investierst in Dingen, was dir Liebe beinhaltet, ja? Also gemeinsam hier sich etwas aufzubauen, das bekomme ich hier sehr, sehr stark, gemeinsam mit jemandem hier etwas
umzusetzen. Etwas nimmt Gestalt an, was du entweder alleine oder mit jemandem umsetzt. Ja? In der Liebe ganz, ganz starke Gefühle. Es ist etwas, wo du ganz, ganz viel investiert hast. Ja, irrelevant, was das jetzt ist. Die Investitionen deines eigenen Engagement. Das bekomme ich hier, dass sich das lohnend ausbezahlen wird. Gib hier bitte nicht auf. Der Mond, es könnte sein, dass du so in gefühlsschwankenden Dingen bist. Sollst du nicht? Ist es die beste Möglichkeit? Ist es jetzt die Möglichkeit? Es ist immer im Jetzt die Möglichkeit, ja, Dinge nicht vor sich herzuschieben, wenn du Vorhaben hast, dass du etwas Eigenes kreieren möchtest. Da im Jetzt eben auch zu schauen, weil ich sehe für den einen oder anderen, dass du nicht recht weißt, ja. Der eine weiß es hier schon definitiv und bei anderen sehe ich wiederum auch in der Liebe, dass man so in diesem Wanken ist. Soll ich und das soll ich nicht, ja. Also hier ist es wirklich die Chancen zu nutzen, no risk, no fun, ja, dass du in die Möglichkeiten gehst. Bis zum Sommer zeigt sich hier alles im Positiven. Das ist die Stabilität für das, was du jetzt investierst. Irrelevant noch einmal, was das ist, ja, wo du deine Arbeit, dein Ganzes hineinsteckst. Das Ganze, was dich mit Kraft und Liebe erfüllt, wo du erschöpft sein wirst, definitiv, das zeigt sich hier mit dem Mond. Aber du wirst Erfolg haben. Die Sonne spricht von Erfolg. Es wird sich lohnend ausbezahlen. Ja, was auch immer du jetzt vorhast. Ganz, ganz wichtig, dass du für dich jetzt hier schaust. Und noch einmal, auch in der Liebe, was sich hier ganz, ganz stark gezeigt hat, in jeglicher Form, wirf bitte deine Bedenken über Bord. Ja? Auch wenn du hier nochmal dann Mitte Februar, natürlich auch im März und April irgendwo ins Zweifeln gerätst. Im Sommer ist deine Zeit. Also habe keine Angst, in die Möglichkeiten zu gehen und vor allem hier vor diesem Neustart. Weil das ist hier dieser Tod, dieses Ende. Wir haben hier beides Male das Licht, das Göttliche, das Universum führt dich hier in den richtigen Weg, hat dich schon in den richtigen Weg geführt, um in dieses neue Licht überzugehen. Das ist ein neues Licht, ja, was sich hier zeigt. Und das zeigt sich auch ganz, ganz stark in den Energien jetzt derzeit. Alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich. Schau hier einmal weiter für die Schützegeborene. Habe ich hier schon einen Stopp für dich bekommen? Noch eine. Noch eine Karte. So, meine Liebe, mein Lieber, was möchte sich hier für dich in den kommenden 4 Wochen zeigen? Wir haben hier die Antwort lautet Nein. Also hier ist eine Gegebenheit gefragt, wo du einer bestimmten Person hier mehr oder weniger die Stirn bieten wirst. So bekomme ich das hier rein. Ja? Das hat hier nichts mit der Liebe an sich zu tun, sondern hier können bei dem einen oder anderen 2 Personen im Leben eine Rolle spielen, was hier stark mit Romantik, Gefühlen, Feuer, Energie und Temperament auch zu tun hat. Hier sind stürmische Ereignisse. Ja, und ich sehe, dass du gerade in wichtigen Dingen eben auch bist, was es hier mit dem Beruflichen auch zu tun hat, ja, für den einen oder anderen, dass du hier auf die Stabilitäten, auf den Wachstum eben auch schaust. Irgendetwas ist hier störend, ja. Das kann sein, dass du viel absagen wirst und dass du in Dingen bist. In einer Legung hat sich so etwas auch gezeigt und dass du viel in Dingen eben auch bist, wo du für dich Zeit brauchst, ja. Also es ist etwas, was dich so stört. Das kann aber auch ein Nachbar sein. Vielleicht bist du hier viel beschäftigt, ja?
oder dass du nicht wirklich deine Ruhe hast, ja, wo andere Personen hier eher etwas anderes zu tun haben und du möchtest aber deine Ruhe haben. Du bist hier fokussiert auf etwas, was sich hier mit den Stabilitäten und Wachstum im Beruflichen zeigt. Du denkst sehr, sehr viel nach, ja, und alles, was hier so störend ist, ja, was in dein Leben kommt, kurz zu Besuch kommt und gleichzeitig wieder verschwunden ist und Hektik in dein Leben bringt, das möchtest du nicht, ja? Also du bist hier in diesen Dingen, in etwas anderes zu gehen. Also du bist in anderen Vorangehensweisen. Es hatte hier auch viel mit der Vergangenheit zu tun. Ja, es kann auch sein, dass du im damaligen sehr, sehr stürmisch warst, ja, oder stürmische Zeiten hier in der Vergangenheit waren. Und du jetzt hier aber so langsam Stabilität möchtest. Also Romantik ist hier nicht mehr so deins, natürlich auch deins. Ich gehe gleich auf andere Szenarien ein. Aber sowohl als auch, ja, du möchtest jetzt mehr Festigkeit. Also Romantik, Feuer und alles das, was dazugehört. Aber gleichzeitig möchtest du Stabilität und Wachstum. Ja, und du schaust hier schon mit den 7 Münzen. 6 sind hier an diesem Baum. Und die 7. schaust du schon auf die nächste Vorangehensweise, also auf den nächsten Step. Ja, du bist bereit für den nächsten Step in deinem Leben. Das bekomme ich für das eine Szenario, wo ich dann hier mit der Hauptenergie noch bekomme, mit den 3 der Stäben. Also auch dieses, du willst etwas nicht mehr. Alles, was aufbrausend in deinem Leben ist, alles, was Unruhe bringt, alles, was hier diese Münzen, ja, das ist hier ein Busch, das ist kein Baum. Ich bekomme es als Busch, ja, es ist noch nicht etwas so in der Stabilität und jetzt möchtest du mehr für Stabilität sorgen, weil ein Busch kannst du ja nicht mit einem Baum vergleichen, ja, und hier ist etwas immer stürmisch, also sehr wackelig, das, was wir hier schon haben mit den romantischen Momenten. Ja, das ist ja jetzt auch nicht die Karte der wahren Liebe, sondern es repräsentiert die Romantik, die Gefühle, was du hier definitiv auch haben wirst. Aber ich sehe, dass für einen Großteil, dass du hier jetzt dafür sorgen möchtest oder er oder sie dafür sorgen möchte, dass hier ein Baum entsteht. Ja, mehr Wachstum. Also man möchte dafür sorgen, dass hier noch mehr, weil auf diesen Busch passen keine Münzen mehr drauf. Die eine Münze liegt hier unten. Ja, und das heißt, jetzt möchte man einen Baum pflanzen. Irrelevant, in welcher Form du das jetzt möchtest. Ja, ob das in Partnerschaften ist, ob das im Beruflichen ist. Ja, es ist so, dass du für dich einfach dieses möchtest. Das ist dein Wunsch. Ja, du möchtest größer werden, weil du hier schon gewisses eben auch erreicht hast, plus aber auch noch mehr erreichen möchtest. Ja, oder hast hier diesbezüglich ein Leben gelebt oder hast mit einer Person zu tun, wo man eher so, ja, in der Unbeständigkeit war und jetzt möchte man mehr in die Beständigkeit rein. So bekomme ich das hier. Und das sagen mir hier auch die 3 der Stäbe. Ja, du hast Ziele, du hast Visionen, du verschaffst dir einen Überblick. Du guckst jetzt hier erstmal, wo könntest du, vielleicht bist du auch im Hausbau oder suchst eine Wohnung oder möchtest eine Wohnung kaufen, suchst vielleicht einen Laden, eine Lokalität. In jeglicher Form suchst du. Du bist auf der Suche nach etwas und du hast es schon im Blickfeld. Ja, hier sind so kleine Schiffchen. Die Schiffchen haben wir hier in der Wüste, aber sag mir gleichzeitig, du hast diese Vorstellung. Ja, in der Kreation hast du hier wundervolle Vorstellungen, was sich da stark zeigt in Dingen, wofür du brennst. Du hast hier ganz gesonderte Vorstellungen. Ja, was hier sehr, sehr gut ist. Also ich bekomme das als sehr, sehr gut. Und hier ist es, wie gesagt, etwas Stürmisches vorbei, wo du dir hast Dinge einfach entreißen lassen, Dinge entnehmen lassen, Dinge, wo immer Hektik, Auffuhr, Feuer, vielleicht auch Stress und alle diese Dinge. Ja, hier räumt man auf in seinem Leben. Ja, es ist schon geordnet, aber hier ist noch mehr. Also du weißt, es gibt da noch viel mehr. Dann haben wir hier einmal, er oder sie denkt gerade an dich und liebt dich, die telepathischen Verbindungen. Irrelevant, für welches Szenario du jetzt hier schaust, ja, ob das die Dinge sind, was du hier mit einer Person hast oder ob das in der Vergangenheit bei dir stattgefunden hat oder bei ihm oder ihr stattgefunden hat oder aber auch, dass du hier mit
Personen, ob sich jetzt jemand unter dir ist oder über dir ist, ja, du kommst nicht zur Ruhe, ja, das bekomme ich auch als Szenario. Das ist jetzt irrelevant, für welches Szenario du schaust. Hier geht es darum, dass man mehr und mehr Gefühle entwickelt, was vorher nur in der Romantik war, ja, auch als Single. Also wenn du in der Gegebenheit warst, wobei es hier ja ganz stark eine andere Person eben auch gibt oder in dein Leben kommen möchte, ja, hat man schon die Vorstellung dessen, dass man hier mehr möchte. Ja, also nicht nur dieses kurz ab, sondern mehr. Auch im Beruflichen. Hier zeigt sich alles auf mehr. Ja, auf Erneuerung, mehr Neues entstehen zu lassen, seinen Zielen zu folgen, klare Meinung hier für etwas zu haben. Und so intensiviert sich das Ganze. Ja? So bekomme ich das hier rein. Dein Seelenpartner ist im Geist bereits bei dir. Glaube daran. Also wenn du vielleicht auch gedacht hast, dass es eine Romanze wäre oder ähnliches, ja, mit den romantischen Momenten, die du hier definitiv haben wirst, dann ist es definitiv nicht so. Es ist mehr, ja, die Karte Nein dafür, dass du eben in dieser Gegebenheit bist, dass sich mehr daraus entwickelt. Ja, und in der Vergangenheit war es genau umgekehrt. Also es hat sich irgendwo nicht mehr ergeben können. Ja, und jetzt kommt hier mehr Wachstum und Stabilität rein. Nur die Liebe wird dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Und das, was ich sagte, dieses Stürmische, ja, vom Stürmischen, was du natürlich auch haben wirst, aber mit Festigkeit. Und wir haben hier allein die Zeit, wird es zeigen. Und du wirst hier in die Gegebenheiten gehen, ja, auch mit der Zeit, dass du jetzt mehr so in die Ruhe kommst. Es zeigt sich etwas Ruhiges. Also noch einmal, aus diesem Feuer, was du immer noch hast, was immer noch gelebt wird, aber aus diesem Feuer wird Beständigkeit. Und auch für Personen, wo dir alles so hektisch war, vielleicht das Umfeld, das Arbeitsumfeld, du ziehst dich etwas raus, du konzentrierst dich hier rein auf dich. Trotz alledem zeigt sich hier mehr Intensivität in deinem Leben. So bekomme ich das hier. Weil du nimmst dir mehr die Zeit für etwas. Wo du eben sonst unter Stress, unter Druck warst, hast du jetzt mehr Zeit, dich den Dingen zu widmen, was deine Passion ist. Alles, alles Liebe und vor allem Kraft für dich. Schau hier einmal weiter auf die Steinbock-Geborene. Schauen, dass du das hier alles ganz gut sehen kannst. Halt, stopp. So, meine Liebe, mein Lieber, was möchte jetzt hier in den kommenden 4 Wochen auf dich zukommen? Wir haben hier, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Also ich bekomme hier so mit den Energien. Also hier ist so innerlich dieser Hilferuf, den du vielleicht bei Freunden suchst, den du mit dir so ausmachst. Ja, das bekomme ich hier auch für den einen oder anderen. Du weißt nicht recht, du bist unsicher. Also hier kommt etwas Unsicherheit in dein Leben. Das zeigt hier auch der Mond. Das wird hier zum Ende, ab dem 18., 19. Februar bekomme ich hier rein, dass du da noch vermehrt mit Dingen irgendwo noch mehr zu kämpfen haben wirst, ja, weil es ist so die Unsicherheit, man verunsichert dich, die riskante Versuchung, der Schein trügt. Also du weißt hier nicht recht, wir haben hier auch die göttliche Fügung, schau mal, wir haben hier die Liebe, du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird, in der Liebe, was sich hier eben für dich zeigt, aber auch, was du liebst. Hier bekomme ich ein Thema, was sich stark zeigt, was liebst du, wo du dich vielleicht mit einer Person hier im Kreis drehen könntest oder wirst. Ja? Wir schauen hier auf die Zukunft. Wir haben hier die 7 der Münzen und hier ist die Situation,
es geht hier etwas in den Verlust. Zumindest bei einer Person. Ja, eine Person, höchstwahrscheinlich hier dein Gegenüber, weil wir haben hier die Verbundenheit. Ich gehe da gleich auf die Themen eben ein. In den Dingen, wo sich eine Person zeigt und hier einmal, also starke Verlustängste hat, das bekomme ich hier so oder so. Jemand kämpft hier mit Verlustdingen. Ja, du bist hier fokussiert auf deine Münzen, also du bist in der Stabilität. Schau da bitte individuell für dich, es ist eine allgemeine Legung. Nur sehe ich hier, dass jemand hier kämpft. Ja? Also die Münzen, die man hier zur Verfügung hat, die pflanzt man hier irgendwo, aber nicht da, wo etwas wächst. Ja? Weil hier regnet es nicht, bekomme ich hier gerade rein. Hier ist Dürre, hier ist eine Dürrezeit, ja? Bei dieser Person. Diese Person investiert sehr viel, nur nicht in das, worin er oder sie eigentlich investieren sollte. Einmal das und in Gegebenheiten mehr und mehr zu verlieren. Also hier hast du es mit absoluter Sicherheit mit jemandem zu tun, der starke Verlustängste hat. Ja? Und dann fühlt man sich hier einsam und verloren. Es ist so, dass du dieser Person das Gefühl höchstwahrscheinlich vermitteln wirst, sich hier einsam und verloren zu fühlen. Aber das ist die Lernaufgabe seiner oder ihrer. Ganz, ganz wichtig. Ja? Dafür bist du nicht zuständig. Das ist jetzt hier sehr, sehr hart gesagt, aber ich sehe, dass dir jemand etwas nehmen möchte, mehr und mehr vielleicht von dir irgendwo nimmt und du hier aber gerade so, du bist diese Rose, ja? Und hier versucht jemand so auch, dass du in diese Position kommst und hier in der Dürre etwas pflanzt. Ja, das kann jetzt auch etwas sein, wo man von dir möchte, irgendwo, ja, sagen wir mal, wo es gar nichts gibt, irgendwo im Wald, auf dem Dorf, da gibt es erstmal 10 Kilometer gar nichts um euch herum und möchte dir hier etwas schmackhaft machen. Ja, aber hier gibt es nichts, hier ist nichts. Und du hast hier aber etwas, du hast hier etwas ganz, ganz anderes und das, was du hier hast, blüht ja bereits schon. Ja? Also hier hast du es mit jemandem zu tun, der dir dann höchstwahrscheinlich noch so in diesen Dingen vielleicht auch schlechtes Gewissen macht. Das bekomme ich hier auch gerade rein. Man hält sich hier bewusst an diesen zwei Münzen fest und das ist hier höchstwahrscheinlich die Partnerschaft. Daran hält man fest. Ja, komme was wolle. Ist egal, was hier geschieht, aber hier hält man fest. Ja, und wie schon gesagt, wenn man dich hier zu irgendetwas überreden möchte, ist es hier aus Gründen, das kann auch im Freundschaftlichen sein, also schau bitte für dich, ja. Ist es hier aus Gründen, weil man hier nicht alleine sein möchte. Man möchte das nicht. Man hält diese zwei Münzen fest und besteht auf diese Verbindung, ja. Wir haben hier zwischen euch die Verbundenheit. Hier kann es um Reisen gehen. Ihr seid hier ganz, ganz stark miteinander verbunden. Es ist die Liebe hier zwischen euch, ja. Aber hier ist auch etwas, wo du für dich erkennst, was du liebst und was du liebst, liegt hier. Ich zeige dir das noch einmal in die Kamera, auch irrelevant, wie du hier schaust. Was du liebst, ist hier in der Mitte und das ist dein Herz. Und dein Herz wird hier gerade mehr und mehr von diesen Münzen vereinnahmt. Ich sehe Traurigkeit bei dir. Ja? Der Fokus, den hast du jetzt nur noch auf dieses Festhalten, auf diese Münzen, von denen ich gerade sprach. Ja? Und hier möchte jemand deine Blume, also dich, ja, möchte mehr und mehr vereinnahmen. Und diese Blume, da kommt letztendlich gar keine Luft mehr dran, so bekomme ich das hier gerade rein. Ja? Also jemand oder etwas im Freundschaftlichen, in der Partnerschaft, wo man dich mehr und mehr vereinnahmen eben auch möchte. Das kann auch im Beruflichen sein. Und du bekommst gar keine Luft mehr. Du hast gar keine Zeit mehr für Freunde, für die Partnerschaft. Also schau mal bitte. Ja? Und diesbezüglich, deswegen sagte ich ja hier, was liebst du? Wo ist diese Liebe, die du leben möchtest? Das bekomme ich hier sehr stark rein. Ja? Einmal mit der Karte die Verbundenheit. Also die starke Verbindung, die du und dein Gegenüber, ihr beide zueinander eben auch habt. Aber auch, was ich schon sagte, dass es sich im freundschaftlichen eben auch handeln kann, sowohl als auch im beruflichen eben auch. Und dass du hier dich besprichst. Ja? Ich sehe aber auch, dass du das beides hier beinhaltest, ja? Das heißt,
Schau mal bitte. Ich zeige dir beide Karten jetzt in die Kamera. Das ist dein Blick im Jetzt, was ich dir schon sagte. Und das warst du. Du warst einmal hier diese Königin der Stäbe. Du hattest diese Krone hier auf. Feuer, Temperament, Leidenschaft. Ja, du hast das Feuer gelebt. Aber hier kannst du es noch nicht mal mehr sehen. Da sind vielleicht noch Erinnerungen. Ja, das kommt hier mehr und mehr. Das ist nicht das, dass du jetzt in der Gegebenheit bist. Das kommt erst noch zum Trage. Ja, und hier ist es, dass du mehr und mehr der Fokus dir weggenommen wird von dieser Blüte, von dieser Rose, die du ja einst eigentlich pflegen wolltest. Das bist du. Also jetzt mal unabhängig von der Pflege, körperliche Pflege oder ähnliches. Ja? Ich spreche rein von den Energien im metaphorischen gesprochen. Hier geht man ein, ja? Dass man das einst war und hier aufwachen darf, um die Königin der Stäbe wieder aufleben zu lassen. Diese Feuerenergie. Ja? Und es kann natürlich auch sein, dass du im Beruflichen hier, also schau bitte, wie du damit in Resonanz gehst, ob es die Liebe ist, das Freundschaftliche oder im Beruflichen, ja, dass du hier vor lauter Dingen, weil du so beschäftigt bist, gar nichts mehr siehst, keine Zeit mehr hast, nicht mehr das leben kannst, was du eigentlich gelebt hast. Das ist hier gar nicht lange her. Also das ist jetzt hier nicht 20 Jahre her oder 10 Jahre, noch nicht mal 2. Ja, ich sehe, dass alles hier eben erst stattgefunden hat. Und dass du hier jetzt aber reflektieren darfst. Das Licht kommt. Das Licht scheint hier auf dein Gesicht. Ja, und du wirst mehr und mehr erkennen, dass im Grunde genommen die ganze Situation dir mehr und mehr Angst bereitet und mehr dich irgendwo in einen Sog bringt, bis man letztendlich hier so aufwacht aus der Situation. Das kann auch etwas dauern, ja? Mit dem Mond, irgendetwas ist hier mit der Abnabelung, ja, wir haben hier zwei Fische darauf, es ist hier eine starke Verbindung zwischen euch, aber das, was ich hier schon sagte, ja, also hier kann man sich aus irgendeinem Grund nicht wirklich freimachen, nicht abnabeln, das bekomme ich hier immer und immer wieder, schau mal hier, ja, und da schau bitte für dich, was du diesbezüglich liebst, was möchtest du wieder sein, ja, weil ich sehe, dass gerade das etwas stattfindet, wo du dich gar nicht mehr mit dir selber identifizieren kannst, ja, wo hast du letztendlich gar nicht mehr den Überblick, weil du eben den Fokus oder bestimmte Personen den Fokus dir auf bestimmte Dinge eben auch richten, ja, wie etwas zu sein hat und da wirst du mehr und mehr erkennen und deswegen hier auch, ja, dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden, dass du hier wirklich um Rat und um Hilfe, Personen oder, was ich schon sagte, nach innen geht, das Göttliche, das Universum und dass du hier eben auch Rat bekommen wirst. Schau mal, wir haben hier, also ich bekomme, du hast wie einen Stein im Hals, ja, also es ist etwas, du möchtest es zur Sprache bringen, aber du kannst nicht. Das ist wie eine Blockade findet bei dir statt. Du hast das Gefühl, du redest mit dir selber, wenn du hier etwas zur Sprache bringst. Ja, so bekomme ich das hier rein. Also schau mal bitte für dich. Ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe und vor allem Kraft. Fühl dich umarmt. Bis dahin.